Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Tagesorakel für Samstag, den 12. Oktober. Und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Entschuldigung. Wir schauen natürlich jetzt auch gleich nach, welche Energien fließen, welches Kraft ihr uns begleiten möchte. Was wichtig ist, schauen wir dann gleich nach, nachdem unsere kleine Singing Bowl wieder erklungen ist, wir uns wieder eingestimmt haben auf den Tag, auf die Legung. Und natürlich möchte ich auch heute wieder die geistige Welt um Schutz, um Unterstützung, Beistand und um Führung bitten. Für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für meine Legungen. Wunderbar. Und jetzt schauen wir gleich, welches Krafttier wird uns denn begleiten. Haben wir einen kleinen Frosch im Hals. Aber es wird gleich wieder. So, schauen wir mal, welches Krafttier wird es denn heute sein, das uns hier begleitet, unterstützt, einfach vielleicht auch Hinweise geben möchte. Ein kleines Krafttier. Ja, wir haben es. Es ist ein großes. Ein Pferd, ja. Zusammenhalt in der Gruppe, ja, ist ein Rudeltier. Mitgefühl haben, auch mal Mitgefühl mit dem anderen, mit deinem Gegenüber, aber auch Verantwortung gerecht verteilen, ja, in der Gemeinschaft auch, ja, seine Aufgaben oder die Aufgaben in der Gemeinschaft auch gerecht verteilen, ja, heißt natürlich, dass auch jeder Einzelne in der Gruppe Verantwortung übernehmen darf. Wir sind ja auch alle miteinander verbunden. Jeder hat ja so seinen Teil dazu beizutragen, dass hier auch unter uns alles funktioniert. Ja, momentan schaut es ein bisschen mager aus, aber vielleicht sollten wir in kleinen Gruppen zusammenhalten. Ja? Der Nächste, den Nächsten, das kleine Dorf, der kleine Weiler. Ja? Da geht es ja schon los. In der Familie geht es schon los. Das ist die kleinste Gruppe, die Familie. Ja? Also hier auch Zusammenhalt ist wichtig, Verständnis haben, Mitgefühl für den anderen haben, etwas sensibler sein heute, aber auch empfänglich dafür, dass der andere vielleicht anders denkt, fühlt und dergleichen. Ja? Einfach mal ein bisschen Rücksicht ist angezeigt in diesen Verbund, möchte ich schon sagen. Ja? Und natürlich sollte die Verantwortung gerecht verteilt werden. Jeder hat hier so seine Aufgaben und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was uns hier das Engel-Orakelchen noch mitgeben möchte. Ja, auch hier vielleicht die Gruppe, dass der Gemeinschaft sind wieder mehr in den Vordergrund treten sollte, vielleicht aber auch das Soziale wieder mehr beachtet werden sollte, die Familie, ja, die kleine wie die große Familie, ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Hier haben wir schon eine Karte, Unternehmergeist. Eine selbstständige Tätigkeit ist für deine Disposition und Intentionen die beste Art der Beschäftigung. Dein eigener Herr zu sein erlaubt dir, deiner Intuition und göttlichen Führung besser folgen zu können. Wir sind deine Kollegen und Teammitglieder, ja, die dir loyal zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in jeder Beziehung erfolgreich bist. Ja, in der Gemeinschaft ist man erfolgreich. Ja, auch deine Kollegen, deine Teammitglieder, ob das die Familie ist, das Team, ob das der Verein ist, ob das die Gemeinde ist, ob das im beruflichen Bereich ist, ja, die Kollegen. Teamarbeit ist angezeigt, dieses Miteinander, dieser Zusammenhalt, diese gemeinsame Unterstützung, jeder trägt hier mit die Verantwortung. Ja. Also ganz toll finde ich die Botschaft. Jetzt schauen wir natürlich auch, was uns die Akasha-Krone vielleicht dazu noch mitgeben möchte. Also heute geht es um den Zusammenhalt. Im Großen wie im Kleinen. Lachen, ja, auch das gehört dazu. Spüre die Leichtigkeit des Lebens und öffne dich für das Lachen. In der Gemeinschaft Spaß haben, in die Leichtigkeit gehen, miteinander zu scherzen, ja. Auch das führt einen näher zusammen. Gemeinsame Unternehmungen, gemeinsame fröhliche Abende oder dergleichen, ja. Also auch hier alles, was
einem verbindet, sollte man machen. Die Gemeinschaft, wir haben auch hier die Gemeinschaft. Finde eine Gemeinschaft, die dein inneres und äußeres Wesen nährt und fördert. Ganz wichtig, ja? Findet jemanden, mit dem ihr euch verbinden könnt, der euch wirklich nährt, unterstützt, ergänzt vielleicht auch oder fördert. Ja? Also ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass man nicht alleine ist. Und wenn es nur eine kleine Gruppe ist, wenn es nur 3 oder 2 Personen sind, ja, also wichtig ist, dass man hier nicht ganz alleine dasteht. Also finde eine Gemeinschaft. Der Zusammenhalt in der Gruppe, im Team ist hier in der heutigen Zeit ganz wichtig. Wird jetzt nochmal extra darauf hingewiesen. Schauen wir mal, was uns die Feen noch dazu mitgeben möchten. Eine Karte bitte noch für heute. Dup, fällt gleich runter. Stimmische Karte. Tja. Ja, sei locker. Hör auf, alles so sehr kontrollieren zu wollen und alle Türen werden sich öffnen. Also Leichtigkeit, Verspieltheit, den Augenblick genießen. Ja, entspannt eine, ich möchte sagen, Glücksphase genießen. Einfach ganz entspannt und locker den Tag angehen auch. Auch das ist vielleicht heute wichtig. Was möchte uns denn die Seele dazu sagen? Wir haben es ja hier schon mal. Leichtigkeit, wir haben hier das nochmal. Sei locker, sei in der Leichtigkeit. Lach mal wieder, hab Spaß. Ja. Mach etwas, was... Ja. Locker vom Hocker fällt, sagen wir mal so, ja. Also, was dich einfach aufbaut, motiviert, was dir gut tut, das ist heute wichtig. Ja? Und die Gemeinschaft, wenn es dir gut geht, geht es auch deiner Gemeinschaft oder deinen Liebsten gut, so möchte ich sagen, ja. Deinem Umfeld gut. Eine kraftvolle Seelenbotschaft, das sind hier 2, der Tod und die liegende 8. Zeit, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Was möchte sterben? Was darf sterben? Schiebe die Dinge nicht mehr auf. Lass los, würde ich sagen. Beende etwas, was nicht mehr zu dir gehört. Und die liegende 8. Es fehlt die Balance. Zentriere dich. Male dafür eine liegende 8 auf ein Papier oder in die Luft. In der einen Schlaufe sagst du dabei, ich verbinde mich. Und in der anderen, ich lasse los. Wiederhole diese kleine Zentrierungsübung. Einige Minuten lang. Eigentlich finde ich, das gehören die beiden zusammen. Ja, etwas loslassen und etwas verbinden. Ja? Finde ich sehr interessant. Hier ist auch nochmal das Loslassen. Was darf gehen, was kannst du noch behalten? Ja? Darum geht es ja auch nochmal. Und dazu musst du vielleicht in die Leichtigkeit gehen. Vielleicht ist es ganz wichtig auch nochmal, weil sie auftaucht. Ja? Schauen wir mal, was uns die Lehrerkarten sagen möchten. Ja, es geht hier um etwas zu beendigen. Ja, wir haben hier auch nochmal den Sarg. Etwas darf zu Ende gehen. Vielleicht die Schwere. Vielleicht dieses Kontroll. Vielleicht darfst du das jetzt mal beenden. Und mehr in die Leichtigkeit gehen. Und mehr sagen, ich habe Spaß. Ja, die Schwierigkeiten, das Schwierige, dieses Kopflastige, dieses... Komplizierte darf hier in die Beendigung gehen. Mehr Leichtigkeit, mehr innerer Frieden ist wichtig. Ich finde es herrlich, die Karten. Ja? Und da strahlt natürlich auch die Sonne, findest du zu deinem eigenen Frieden wieder Harmonie, kommt hier das Glück quasi von selbst rein. Und da kannst du auch aktiv natürlich dazu beitragen, indem du dich wirklich aktiv dafür entscheidest. Ja, hier liegt zwar dein Gegenüber auch her, darf eine Entscheidung treffen. Wie denn die Leichtigkeit, dieses Gemeinsame, dieses Spaß haben, dieses Freudige wieder und nicht dieses Schwierige und ewig. Ja, man sollte hier loslassen und wirklich drauf schauen, was macht mich glücklich, was bringt mir inneren Frieden, was heilt mich. Ja, und das sollte man in den Vordergrund heute stellen und was schwierig ist, was einen, ja, ich möchte schon sagen, in gewisser Weise den Mut etwas raubt, das sollte man loslassen, hör auf zu kontrollieren,
vergnügt, ich habe Spaß, lache, singe, tanze, was immer dir Spaß macht. Male, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht in der Gemeinschaft, Unternehmungen, ja, vielleicht auf ein Fest gehen. Das sollte man heute tun. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen, einen friedlichen, einen entspannten und lockeren Tag. Namaste.